And here we are in Radstadt. Wo jetzt da? Da hinauf, wenn wir da aufschauen. Da marschiert der Jakob seit Stunden rauf und runter. Herunten ist. Einmal richtig flott. Ja, man muss sie motivieren, wo es geht. Es hilft ja nichts. So. Wie geht's da? Eigentlich ganz gut für das, was ich bis jetzt da habe. Aber eigentlich auch ziemlich beschissen. Aber ja, aber. Geiles Wetter, viel Leute da. Und ich darf das da, was ich gern tue. Also, wird jetzt gut. Zum späten Mittagessen bist du fertig. Eben. Ein Bier können wir auch gemeinsam trinken. Genau. Und wenn es dann. Vielleicht ein bisschen mehr wie. Hey, vielleicht ein bisschen weniger, ich muss halt dann wieder heimfahren. Aber. Ich freue mich. Ich freue mich sehr. Wie gesagt, es wird Zeit, dass auf die Ski Österreich wieder Spanien in den Rang abläuft. Eben. So geht das nicht. Und der andere Herminator ist schon ziemlich alt. Eben. Jetzt wird es auch Zeit für einen Neigen. Ich habe gehört, du bist schon mal die 20.000. Jetzt ja. Da schon langsam. 20.700. Also dreimal wollte ich noch gehen. Dann habe ich wieder einen Rekord. Ja, und dann noch ein, zwei Mal, damit du einen dreifachen Everest hingekriegt hast. Und dann viermal, dass ich 24.000 habe. Okay. Na bitte. Das werden wir machen. Und wir haben es noch nicht einmal Mittag. Ja. Ja. Da habe ich drei Runden einen richtigen Durchhänger gehabt bergauf. Ja, ein bisschen müde warst du, aber jetzt wird's wieder, oder? Ja. Du warst immer eine klare Full-Ex-Dinner von einer Minute. Das heißt, dein Zuckerkuchen war steiler wie der Hügel. Ja. So, da. Gleich sind wir oben. Der Jakob ist mir davon gelaufen. War irgendwie klar. Er ist da vorne. Und ist jetzt da gleich auf der Gipfelstation. Dann ist er das 30. oder 31. Mal oben. Ich glaube, das 30. Mal. Nein, 31. Mal. Also ist er gut vor der Zeit. Und sind schon sehr gespannt. Er macht das echt brutal geil. Und da ist sie. Die Frau von Jakob grinst wie eh und je. Ich glaube, der hat in der Früh mit ihm gemeinsam die Red Bull getrunken. So, gleich Kumpel. Geh mal, Jakob! Jawohl! In einem Guss, jetzt kommt er gleich über die Leiten da rauf. Die werden mir ein bisschen entgegen kommen und dann mit ihm gemeinsam da den letzten Anstieg vielleicht gemeinsam aufgehen. Das geht ja aus. Da oben wird er schon wieder erwartet.
mit Verpflegung, mit Essen, mit Trinken. Die Live-Mitverfolgung vom GPS ist sehr hilfreich, weil da weiß die Support-Crew auch jedes Mal, wann es denn Zeit ist, außer zum Kommen. Und er kommt jetzt eh schon retour, aber ich versuche jetzt einfach, ohne dass mich auf die Pappen haut, um mich zu gehen. Ja, jetzt gibt es einmal ein bisschen was anderes, was ich gesehen habe. Was zum Trinken hier, plus Chips. Lemon Soda. Lemon Soda und Chips. Na ja, wenn es hilft. Ja, vorneweg der Jakob und die Verfolgergruppe hinten nach. Relativ knapp, aber irgendwie schaffen sie es alle nicht. Wir sind bei der zweiten, dritten Umrundung. Er ist beim über 30. Mal. Und hat immer noch einen sehr eleganten Schritt, muss man zugeben. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, morgen hat der Jakob ein bisschen Arschweh. Wird einen Ruhetag geben. Schon, gell? Vielleicht morgen kein Double Threshold. Aber man weiß nicht so genau. Da oben gibt es auf alle Fälle jetzt was anderes einmal zum Essen. Sehr gut. In 30 Meter gibt es einen Anfeuerungsschmatz. So. Jetzt. Er ist oben, jetzt gibt es gleich einen Turbo-Schmuser und dann geht's weiter. Und wie geht's ihm? Ja, super. Schon, gell? Ja, voll. Er schaut immer noch. Kopfschlag ist er. Ja. Ja, das Ganze ist hart ihm, hilft ihm aus. So, da, jetzt kommt er auf. Und jetzt hat er im Endeffekt den Weltrekord, hat er. Ab jetzt da. Thank you.
Unglaublich. 24242. Und es ist auch noch eine schöne Zahl geworden. Das einzige Blöde ist, der Namberger hat es tippt. So. Und dann schaut der Bub so frisch aus. Das ist unfucking believable. 24244. Es ist erstens eine unheimlich schöne Zahl und zweitens unpackbar. Und jetzt kommt die Musik. Dort, wo der Jakob ist, spielt die Musik. So also schaut's aus. Wenn er jetzt tanzt, auch noch kann, dann gratuliere. Ja, ja.
So, jetzt da wieder einmal zu den Interviews durchgereicht.